Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, nicht mehr den Alpen, aber immer noch ein wenig bergig. Wir sind in Bayern zurück, also ja, es gab ja noch nur ein Unterwegs-Video, also quasi von meiner Fahrt nach Österreich, inklusive Begegnung mit der bayerischen Polizei. Ansonsten gab es ja noch nichts aus Bayern. Jetzt aber auch Motorradfahren in Bayern. Wir sind in der Rhön-Region, glaube ich, irgendwie so. Und ja, ich habe da mit Caliboto einfach einen kleinen Rundkurs von 170 Kilometern eingegeben. Und ja, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Das Kalimeter sagt 58, also nicht so krass wie jetzt in den Alpen. Aber ein bisschen Köpfchen sollte dabei sein. Und dann wollen wir mal schauen, was der Tag so bringt. Ich bin hier gerade zu Besuch beim Kumpel und meinem Patenkind und Familie und so weiter. Und ja, jetzt sind wir in Bad Kissing gerade reingefahren. Ist ja irgendwie auch bekannt. Warum auch immer. Gestern war hier, oder vielleicht ist es auch noch heute, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist hier Rakotzi-Fest. Ich keine Ahnung, was das ist, aber das kann man ja googeln. Da gab es einen großen Festumzug und irgendwie, ja, Essensstände und Getränke. Und irgendwie wie so eine Art Stadtfest. Irgendwie ist überall, wo ich hinkomme, Fest. Als ich meinen Onkel besuchen war in Bayern, war da auch so ein Dorffest. Und im Mittersilber Stadtfest. Und hier ist jetzt auch ein Fest. Also irgendwie feiern alle, dass ich da bin. hier sind Flugzeuge? Was? Von wo? Okay. Na toll, jetzt haben wir auch noch die Bimmelbahn vor uns. Das lohnt sich ja jetzt schon wieder richtig hier. Okay, anscheinend gibt es hier einen Flugplatz. Na gut. Im schönen deutschen Wald, ja, da gehe ich auf die Pirsch. Erhänge den Jagdhund, vergifte den Hirsch. Holla hier in den Wald, wo das Echo wieder hallt. Fürchten alle Tiere sehr mein Maschinengewehr. Ja, da ist doch Kurve hier. Nice. So ein bisschen Achterbahn. Bergauf, bergunter, links rum, rechts rum. Also die ersten Kilometer hier gefallen mir schon gut. Kann ich empfehlen. Mach mir ein Häkchen dran. Empfehlung ist da. Aber bis jetzt fehlt so ein bisschen die Aussicht doch. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Also bis jetzt war der Urlaub schon echt genial. Die Alpen natürlich mega geil. Jetzt geht das auch eigentlich ganz schön weiter hier. Bisschen mehr Wald, weniger Berge. Und morgen geht es dann erstmal weiter ins Sauerland zum Ischimuro. Und ja, da werde ich auf alle Fälle alleine oder mit Ishimuro zusammen Touren fahren. Und da gibt es dann natürlich auch Videos von. Ist ja klar. Der Plan ist auch, mal zum Mittagessen bei Big Boost Burger, bei JP Performance reinzuschauen. Vielleicht gehe ich auch mal durchs Museum. Aber mal gucken, ob ich das mit Biker-Klamotten unbedingt mache. Weil es ja dann schon sehr warm. Wir haben beim Moped übrigens jetzt die 74.000 Kilometer geknackt. Quasi mit Rückkehr von der letzten Tour haben wir genau 74.000 gehabt. Auf den Kilometer genau. 30 Tonnen, ei, 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 ei. Oh,
gab gut Essen in Österreich. Könnte knapp werden. Ach ja, das weite Land ist es, Shay. Links abbiegen. Genau. Also ich fahre dann lieber mal den Kreisweg hier und nimm die dritte Ausfahrt, als hier links abzubiegen. Der wird wahrscheinlich neu sein, der Kreisverkehr, den kennt Kalimoto noch gar nicht. Es müsste ja auch irgendwann mal eine Tankstelle kommen. Ich habe extra eine mit in die Route reingenommen, weil ja, Benzin ist nicht mehr ganz so voll jetzt. Ist zwar nicht so krass wie die Alpen, aber macht irgendwie auch Spaß. Ist ein bisschen entspannter. Man fühlt sich nicht ganz so wie irgendwie auf der Go-Kart-Bahn. Aber du hast hier trotzdem mehr Kurven als im Norden. Rhön, Biosphärenreservat. So. Smiley! Oh, hoppla. Also langsam könnte hier mal wirklich eine Tankstelle kommen. Okay. Da fahren wir jetzt mal übers Wasser. Oha. Echt jetzt? Das ist ja geil. Wie mega ist das denn? Okay. Ja, cool. Whoopi, 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 whoopi. Ah, okay. Tankstelle in Sicht. Na, dann wollen wir mal lieber tanken, ne? Aha, interessant. Hier werden die Baumstämme nass gemacht. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Stoff im Tank. Und dann geht das weiter. 107 Kilometer liegen noch vor uns. Also ich muss jetzt mich auch mal wieder selber loben für meine Anschaffung für diesen Urlaub. Die neue Handyhalterung ist mega geil. Das Handy kommt ein bisschen weiter vor und kommt ein bisschen hoch. Also ich muss jetzt nicht mehr so runterglotzen, sondern brauche einfach nur noch ein bisschen runter gucken und sehe das Navi. Und dann der Tankrucksack, auch ziemlich geil. Alles mit dabei. Man muss nicht mehr so viel in die Beintasche stopfen. Man hat mehr Platz im Rucksack. Und gerade wenn man so Mautpässe fährt, hat man das Portemonnaie schnell griffbereit und auch wieder weggesteckt. Man hat eine Ablage, wo man mal die Handschuhe reinpacken kann, wenn man irgendwo anhält und so. Also ist schon echt cool. Also muss ich jetzt mal sagen. Und vor allem nicht mehr so wie früher hier mit irgendwie Magneten an Tank gepappt, wo dir alles zerkratzt, sondern du hast hier einen Ring, kriegst das sogar mit einer Hand da drauf geklickt und das ist fest, also echt geil. Aber das, was die hier Straßenschienen nennen, das sind im Norden sind das normale Straßen, ne? Neue Straßen eher gesagt sogar. 30 mit Brüsten. Ja, ein bisschen Brüste habe ich auch. Also fahren wir mal ein bisschen langsamer. Aber wofür? Hier ist doch nichts. So, dann werden wir uns nämlich gleich mal in ein Wirtshaus setzen. Und ein bisschen was mampfen. Soll angeblich auch ein Biker-Treff sein. Kann ich auch nachvollziehen bei den Kurven hier. Ich weiß gar nicht, ob das Videomaterial vielleicht sogar für Video reicht, vielleicht ein kurzes. Und ja, ich werde mir jetzt irgendwie was schön Leckeres reinhauen und dann würde ich mal sagen, haut rein, grüß die Enten und tschüss. Ja, schade, das sieht so zu aus. Da muss ich wohl nochmal weiter gucken. Aber hier soll noch Restaurants an der Strecke sein. Also gucken wir mal, was wir so finden. Na, das ist hier aber doch ein bisschen mehr kurvig jetzt. Ja, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier
Autos entgegenkommen, die die Kurve schneiden. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. 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 Nom, 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 nom. Ja, mit drei Gullideckeln auf der Straße, da ist auch schwierig, daher auszuweichen. Ja, okay, hier gibt's schon mal nichts essen.